Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zur weiteren Folge Bad Wars. Heute mal mit der guten alten Facecam am Start, wie ihr gerade schon oben seht. Und ja, nein, ich möchte nicht mit dir skypen. Aber trotzdem danke der Nachfrage. Ich weiß, ich beim Zocken immer relativ dumm gucke, deswegen macht doch ruhig in den Kommentaren darüber lustig. Ist mir so ziemlich egal, ich meine, nicht ohne Grund mache ich ja Facecam. Und ich habe auch heute einen Anlass dazu, denn ich möchte euch auch was zeigen. Das mache ich jetzt gleich auch, wenn ich gleich irgendwann mal Zeit habe, einmal kurz aufzustehen. Weil dafür müsste ich aufstehen, sonst könnt ihr das nicht sehen. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon eine grobe Vorstellung. Vielleicht meine Real-Life-Freunde so, von denen könnte es jetzt schon einer wissen, falls hier jemand gerade zuguckt. Wenn ich sage aufstehen, dann muss es ja etwas sein, was entweder weg ist oder für euch momentan nicht sichtbar ist. Und ja, also es ist eigentlich eine ganz geile Sache. Ich weiß nicht, ob sie jedem gefällt. Das ist ja immer eine Sache, ist ja immer Geschmackssache. Liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber eigentlich ist es relativ nice. Und da hat schon wer einen Bogen. Oh, da ist das grüne Bett weg. Oh, da ist das grüne Bett weg. Und da haben wir beide grünen Kills. Nice. Okay, du back ruhig rum, wie das letzte Dreck. Scheiß auf dieser Welt! Und der Typ bekommt kaum Knockback, aber unser Mate regelt. Nice. So, jetzt kommt ja gerade keiner angelaufen, soweit ich sehe. Jetzt muss ich meinen Stuhl einmal kurz zur Seite schieben. Aber ist ja auch egal, vielleicht seht ihr es hier. Hashtag Kotti Army. Und zwar, es gibt jetzt T-Shirts für euch und wie auch mich zu kaufen. Link zum Merch ist unten in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, ihr gefällt euch. Ich habe soweit alles selber designt. Ich habe versucht, alles im preislichen Rahmen okay zu behalten, sag ich mal, irgendwie so formuliert man das doch, dass halt auch wirklich der Preis gerechtfertigt ist, dass es irgendwie nicht zu teuer oder sowas ist, denn das ist mir sehr oft aufgefallen, dass da wow. Dass die Preise da wirklich sehr unnormal, ach scheiße, ich dachte, das wäre ein Gegner, unnormal hoch sind für solche T-Shirts. Und es war auch sehr schwer für mich, einen Anbieter zu finden, der das wirklich günstig verkauft, sag ich mal, dass man da halt selber designen kann und einen Shop erstellen kann. Und das ist, wie gesagt, für euch dann nicht gleich 23 Euro ein Shirt mit der Aufschrift Kotti Army kostet. Denn das hatte ich bei manchem Anbieter, sag ich mal, dass es dann 23 Euro mit einem Schriftzug gekostet hat. Und das ist ja nun wirklich sehr viel Geld. Ich meine, 23 Euro, das ist, dafür müssen unsere Eltern schon hart arbeiten gehen. Ja, ansonsten hätte ich jetzt gerade eben irgendwie nicht mehr so was parat, was ich sagen könnte. Außer, wenn euch natürlich die Facecam gefällt und ihr es öfter sehen wollt, lasst ein Like und einen Kommentar da. Denn es haben sich viele gewünscht, dass ich mal wieder Facecam mache, aber in guter Qualität. Huh, sheesh. Ah, der hat einen Bogen und spammt da wie die... Letzte Drecks. Nein! Scheiße! Mann! Kann doch nicht sein, Alter. Es kann doch nicht sein. Da kommt unser Mate wieder. Okay. Noch dazu habe ich mir jetzt... also, wir hatten so einen alten Bildschirm, den hatte ich ja damals. Da habe ich mich ja immer beschwert, dass ich nicht im Vollbild Minecraft spielen kann.
beziehungsweise generell irgendwas im Vollbild machen kann, weil das ein viereckiger Bildschirm ist und dadurch alles quadratisch, ja, ist und nicht im 16 zu 9 Format. Das fuckt einen natürlich schon ab. Er hat eine Rettungsplatte benutzt. Und ja, den habe ich jetzt als Second-Bildschirm für Streams aufgestellt, dass ich da den Chat drin öffnen kann. Dachte ich mir so, wäre das mal eine nice Idee. Yo! Wahrscheinlich hat der so einen Lack, oder? Und unser Mate, der geht gar nicht drauf. Was macht der Kerl? Das kann doch nicht sein, oder? Ja. Jetzt haben wir natürlich gewonnen. Unser Mate hat auch einen Bogen. Der hat natürlich das OP-Aim, was man an einem. Wow. Pretty cool. Pretty cool. So. Ich würde sagen, fürs Erste reicht es auch erstmal. Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare mit der Facecam. Irgendwie, keine Ahnung, größer, kleiner, woanders hin. Und ja, ansonsten war ja eigentlich alles wie immer. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und tschö, müde.